Welche beiden Jünger wurden die Donnersöhne genannt? Warum? Also Johannes und Jakobus, genau. Warum? Bitte? Die hatten Temperament, sagt der Marco. Was war so deren Issue? Was hat die bewegt? Sie wollten rechts und links neben Jesus sitzen. War das ein Thema bei allen Jüngern? Und sie wollten die Leute mit Feuer vernichten, wenn die irgendwas gegen Jesus sagen. Also das war ein Thema. Also wer rechts und links neben Jesus sitzt, wer der Erste ist, wer der Größte ist, ist das ein Thema bei uns? Also wer jetzt hier den Kopf schüttelt, den wird einer mit Feuer vernichten. Also das war ein Thema. Das war ein Thema bei den Jüngern. Ich glaube, das ist ein Thema bei uns. Und ich weiß nicht, was ihr gestern Abend zwischen 6 und 8:30 gemacht habt. Ich fand es interessant zu sehen, wie man 120 Minuten aufmerksam sitzen kann, ohne dass die Augen geschlossen sind, ohne... Also wenn man häufiger hier vorne steht, dann sieht man ja genau, wer hier in dem Ding mitliest oder wer was anderes macht. Ja, das kann man ja an Handbewegungen relativ leicht erkennen. Und das war gestern gut zu sehen, weißt du, dass man auf einmal, boah, du kannst 120 Minuten, kannst du fokussiert sein, ohne irgendwie eine großartige Ablenkung. Was wir aber auch gesehen haben oder was man so gemerkt hat, ist, in welche Richtung das gehen kann. Und Jesus und die Bibel, die weist uns wirklich darauf hin, dieser Gedanke, wer ist der Erste, ist problematisch in unserem Leben. Also das hat nicht nur die Jünger Jesu beschäftigt, das beschäftigt uns genauso. Wir hatten jetzt Wahlen die letzten Monate, da kommt das auch immer ein bisschen durch. Wer darf was das machen, wer darf das machen? Wir waren mal auf den Philippinen eine Zeit lang, da haben wir das gar nicht erlebt. Da war wirklich, da war in der Gemeinde, da war gerade Gemeindewahl und da ging es nur, mach du das, nein, mach du das besser. Da war so eine Liebe, dass ich mir gedacht habe, das würde ich mir für Deutschland oder für Aachen mal wünschen, ja, weil das geht uns ein bisschen verloren. Und deshalb weist die Bibel uns darauf hin, dass wir ein vernünftiges Gottesbild haben und dass wir eben nicht diesen Konkurrenzkampf in uns haben. Und deshalb sagt Paulus ja auch, wir laufen alle, wer nach einem vergänglichen Siegeskranz, und das gibt es natürlich nicht. Gestern hat nur eine Mannschaft gewonnen. Ja? Die falsche, sagt der Stefan. Und deshalb sagt Ellen White, und sie vertieft das Ganze noch ein bisschen, so manche Sachen, die wir aus der Bibel nicht verstehen können oder wo wir noch nicht genau die Klarheit haben, die erklärt sie ein bisschen besser. Sie sagt, Wettkampfsport ist ein Problem. Ja, und genau aus diesem Grund, weil bei uns immer dieser Gedanke, hey, wer ist der Erste, ja, und wer von uns steht an vorderster Stelle. Und das fand ich gestern ganz interessant. Und wir merken aber auch, wie sich Jünger im Leben verändern, wie sich Menschen im Leben verändern. Und das sehen wir auch in dem Leben von Markus, der das Evangelium nach Markus geschrieben hat. Es wird ja in keinem Evangelium der Schreiber direkt genannt, aber die Gelehrten nehmen an, wir werden gleich gucken, wer das bei Markus war. So, das Markus-Evangelium, das uns dieses Quartal beschäftigt. Also das ist wirklich, das ist ein schönes Evangelium, und Markus ist ein wirklich interessanter junger Mann. Wer war Markus? Wer war Markus? Wer kann das so in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, und dann gehen wir das gleich noch ein bisschen tiefer durch. Er war der Cousin von Barnabas. Er war der Cousin von Barnabas, genau. Und wir kommen gleich mal ein bisschen dazu, wie so die Geschichte gemacht ist. Wir wollen so ein paar Punkte in der Sabbatschule herausgreifen. Einmal, wie Markus sich in seinem Leben verändert hat. Wie war Markus am Anfang, als wir ihn kennenlernen? Und wie hat er sich verändert? Was so der Punkt aus Markus 1 ist, also womit konfrontiert uns Markus im ersten Kapitel des Evangeliums nach Markus, und dass das Buch Markus schon sehr stark prophetisch auch angehaucht war. Jetzt schlagt mal auf, oder wir lesen erstmal den Merkvers, der steht in Markus 1. Markus 1, und wer kann mal lesen, Vers 14 und 15.
Markus 1, Vers 14 und 15. Sam. 14, 15. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkündigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nah. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Klasse, vielen Dank. Was, welcher Satz fällt euch da besonders auf? In diesen zwei Versen. Die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt, ja. Also Markus zitiert hier eigentlich am Anfang, also Jesus, ist einer der ersten Sätze, die Jesus in seinem aktiven Dienst sagt, die Zeit ist erfüllt. Ja, also die Zeit ist jetzt genau da. Und wir wollen mal schauen, welche Zeit das war. Also lass uns mal ein bisschen gucken, wer war Markus und was lesen wir über Markus. Dazu lesen wir mal ein paar Texte. Wir schlagen auf das Buch Apostelgeschichte und dort Kapitel 12. Und ein paar Texte werde ich lesen, ein paar Texte könnt ihr lesen, aber dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Dort steht, und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Was sagt uns, also er kommt in das Haus von Maria, Maria war die Mutter von Johannes Markus und man nimmt an, dass das der Markus ist, der das Evangelium geschrieben hat. Silan? Also im alten Christentum gab es viele Hausgemeinden. Also als wir in der Türkei waren, haben wir das gesehen. Und manchmal ist es so, dass es da so wohlhabende Leute gab. In dem Moment wird es wahrscheinlich die Mutter von ihm gewesen sein, die dann so eine Hausgemeinde bei sich beherbergt haben. Also wenn du auch zum Beispiel zu Römer 16,1 müsste es sein, da hast du auch Phoebe erwähnt. Also es gab Leute, die diese Gemeinden in ihrem Haus haben, die sie unterstützt haben, dafür gesorgt haben, dass die Gemeinde wächst. Und die Mutter von ihm muss auch so eine Person gewesen sein. Genau. Und was sagt das über Markus? Dass er eine gläubige Mutter gehabt hat. Und dass er im Glauben auch mit aufgewachsen ist. Punkt 2, das hast du eben erwähnt, Vladi, dass er aus einem wohlhabenden Haus kam. Ja? Wir gucken gleich mal, ob das relevant ist oder nicht relevant ist. Aber auf jeden Fall, das ist das, was du gut gesagt hast. Es gab immer Leute, die hatten Möglichkeiten, Hausgemeinden aufzunehmen und ein Haus zu besitzen. Das war damals das war eine Seltenheit. Und Johannes Markus kam aus einem Haus aus einem Elternhaus, wo die eben wohlhabender waren. Vladi? Du hast gesagt, Markus hat das Evangelium geschrieben. Das war das erste Evangelium von Markus. Mhm. Das war in unserer Bibel. Das ist das erste Evangelium. Genau, super. Und jetzt lasst uns mal, also wir haben gesehen, Maria ist die Mutter, Johannes Markus, die hatten ein Haus, die haben eine Hausgemeinde, es war also ein gläubiges Umfeld, es war aber auch ein Umfeld, in dem Markus nicht mit Problemen aufgewachsen ist. Also Markus hatte in seinem, wahrscheinlich, oder das nehmen wir an, keine großen Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte. So, jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 13. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Arndt? Lukas. Das war der Arzt. Also die Apostelgeschichte hat Lukas geschrieben, genau. Ja, das kann man manchmal vermischen, das ist einfach, ja. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 13 und dort die Verse 1 bis 5. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Also welche beiden Leute sehen wir hier? Unter anderem Saulus und Barnabas. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also was passiert, Dylan? Also Gott interveniert und sagt, ich möchte diese beiden haben und die sollen ein Werkzeug für mich sein. Und es ist interessant, dass Antiochia ist ja eigentlich eine Stadt gewesen, wo der Augustuskult sehr stark vertreten war. Und gerade in so einer Stadt, wo eigentlich das Heidentum so stark war, kommt Gott
und nimmt diese beiden und schickt sie raus. Und diese beiden werden die komplette Welt umkrempeln und das Christentum eigentlich zum nächsten Level bringen. Genau, also das war super. Diese beiden, Barnabas und Saulus, der Heilige Geist beruft sie vor der ganzen Gemeinde, die sich da versammelt hat, und sagt, hier, ihr beiden geht ihr nach draußen. Ja, das ist ja eigentlich schön. Wir glauben das heute ähnlich. Also wenn ein Ernennungsausschuss, ein Ausschuss zusammensitzt, wenn die Gemeinde zusammensitzt und wir beten um die Führung des Heiligen Geistes, dass dann genau an Positionen Menschen ausgesucht werden, die genau da richtig für sind. Ja, und damals hat Gott das direkt gemacht, heute ist das indirekt. So, jetzt Vers 3, da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Also wen haben sie ziehen lassen? Barnabas und Saulus. So. Die haben was ganz Wichtiges getan. Die haben gefastet und gebetet, gefastet. Die haben auf was verzichtet, um ein Ziel zu erreichen. Kennt einer von euch noch die Irmgard Daumann? Die sollte 51 Jahre nur alt werden, weil sie die Herzklappen operiert gemacht hätten sollen. Und die hat dann jeden Sabbat gefastet. Und wenn sie bei uns eingeladen war und gab Mittagessen, habe ich gesagt, warum isst du nicht? Sagt sie, ich habe ein Gelübde abgelegt, sagt sie, und das halte ich ein. Sie ist 76 Jahre alt Wahnsinn. Geworden, ohne OP. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Also die haben gebetet, die haben gefastet, der Heilige Geist hat sie geführt und Saulus und Barnabas ziehen raus. Nachdem sie nun ausgesandt waren, das ist Vers 4 in Kapitel 13, vom Heiligen Geist kamen sie nach Seleucia und von da zu Schiff nach Zypern. Und jetzt Vers 5, und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Also wer war dabei? Johannes Markus, ja. Und man geht davon aus, dass er das war. Immer wenn Missionare losgegangen sind, haben die Leute mitgenommen, die sie unterstützen. Das ist ja klar. Also du hast Leute, die, ja, wie soll man das formulieren, die können das gut und dann nimmst du Leute mit, damit sie es lernen. Und genauso haben die beiden das auch gemacht. So, jetzt Vers 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Also wir sehen hier in Vers 13, Barnabas und Paulus nehmen den Markus mit und nach Vers 13 ist er wieder weg. Ja, der geht. So, jetzt gehen wir zu Kapitel 15. Und dort Vers 36 bis 39. Also wenn wir uns an diese Zeit mal, wenn wir an diese Zeit denken, und Paulus erwähnt das häufig in seinen Schriften, wurden die Missionare damals von der Gemeinde bezahlt, wenn sie rausgegangen sind? Paulus hat gearbeitet, er war Zeltmacher, Silan. Also er war Zeltmacher und in Korinth habt ihr noch den Shop, wo er eigentlich mit Priscilla und dem Mann gearbeitet hat. Also er hat gearbeitet und gepredigt. Genau. Also er hat beides gleichzeitig gemacht. Manchmal hat er auch die Arbeit zum Predigen benutzt. Genau. Also nicht, er hatte nicht ein niedriges Einkommen, sondern der hatte gar kein Einkommen aus seinem Dienst. Und er war ja Vollzeitmissionar. Und für ihn war das Allerwichtigste, dass er rausgeht und diese Wahrheit. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das war nicht immer ganz einfach. Ja, also wenn du sagst, du gehst jetzt raus und du predigst und du willst das Wort Gottes weitergeben, aber du hast keinen, der dich unterstützt, dann musst du schon gucken, wie, Silan? Und Paulus war ein ziemlich kluger Mann, also der hat sich ganz bewusst auch reiche Leute ausgesucht, ja, die er für das Werk gewonnen hat. Also zum Beispiel, es gibt in Korinth jemand, der hieß Erastus, der ist auch in der Bibel vermerkt, und man hat zum Beispiel in der Stadt Korinth in dem Archäologischen Museum noch die Tafel von ihm. Das wird meistens für Leute genommen, die der Stadt viel Geld gespendet haben, was gebaut haben. Also Paulus hat sich ganz bewusst solche Freunde gesucht, die dann für das Evangelium gewonnen werden konnten, um die Gemeinde zu unterstützen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 15. Und dann lesen wir mal ab Vers 36 bis Vers 39. Also die Geschichte bis dahin haben wir. Barnabas und Paulus gehen hin, missionieren. Sie nehmen Johannes Markus als Unterstützung mit und Johannes Markus verlässt sie nach einiger Zeit wieder. Und man würde sagen, er hat hingeschmissen. Also das war dem zu viel und er hat das nicht ausgehalten. Die Umstände waren ja auch nicht leicht. So, und jetzt Paulus und Barnabas gehen natürlich immer weiter. Und nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten,
in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Also das ist für uns ja unvorstellbar, was die gemacht haben, wie die von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind und wie die alles dran gesetzt haben, das Wort Gottes. Die haben alles aufgegeben, denen ging es überhaupt, wir hatten heute Morgen diesen Beitrag, die haben das Ich komplett zurückgestellt. Ja, und das, der Fokus war die Weitergabe des Wortes Gottes. Und jetzt sagt Barnabas in Vers 37, Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Also Barnabas sagt, komm, wir nehmen Markus mit. Und was sagt Paulus? Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Also Barnabas sagt, komm, lass uns den mitnehmen. Paulus sagt, auf keinen Fall nehmen wir den mit. Was mir da für ein Gedanke kommt, ist, dass Paulus natürlich diese schwierige Arbeit auch gewöhnt war. Er war gewöhnt, mit Widrigkeiten zurechtzukommen. Der Markus aber nicht, wie wir schon vorher besprochen haben, kam er höchstwahrscheinlich aus einer sehr wohlhabenden Familie und kannte diese Probleme noch gar nicht und hat dann in dem Fall vorher einen Rückzieher gemacht, sich dann aber entschieden, vielleicht auch durch den Heiligen Geist ganz bestimmt geleitet worden, um zu sagen, hier, ich versuch's nochmal, ich gebe nicht auf. Und Paulus war sauer, weil er eben aufgegeben hat, aber Paulus hat sich halt nicht in seine Lage reinversetzt, dass derjenige ziemlich reich war und vielleicht auch nie Probleme hatte, wie wir schon besprochen haben. Genau. Was war Barnabas für ein Charakter? Barnabas. Das war so ein ruhiger Charakter. Was war Paulus für ein Charakter? Also er war genau das Gegenteil. Er war das Gegenteil. Das war so ein Choleriker, ja. Also wenn wir uns die Geschichte von Paulus anschauen, dann wissen wir ja genau, wie der war. Silan und dann, ja. Was ich wichtig finde, also Paulus war ja schon einiges gewohnt. Also es gab ja auch eine Geschichte, wo er gesteinigt worden ist. Leute wollten ihn erstmal anbeten als einen Gott, hat er gesagt, nee, das machen wir nicht. Dann sind sie so wütend geworden, haben den genommen, vor die Stadt geschleift und gesteinigt. Ja, und die Jünger, die waren alle weg, die sind erst später gekommen, haben gesehen, ach, der lebt noch. Und was hat Paulus gemacht? Der ist aufgestanden, ist wieder in die Stadt gegangen, hat wieder gepredigt. Also Paulus hat sich nicht davon abbringen lassen, also der war ziemlich resistent und das entwickelt sich ja auch, also das ist nichts, was von heute auf morgen kommt und jeder Charakter ist anders und das muss man dann auch wertschätzen. Und diese beiden Charaktere, die kommen aneinander und wenn die anfangen zu diskutieren, was passiert dann? Du hast den Barnabas auf der einen Seite, du hast den Paulus da, der Barnabas sagt, komm, den Markus nehmen wir mit, der Paulus sagt, auf keinen Fall nehmen wir den mit und die haben sich gefetzt, ja, die haben sich gestritten. Und du hast das eben gesagt, Sebastian, der war sauer und dann Vers 39 und sie kamen scharf aneinander, das ist ja nett formuliert von Lukas, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Und wen hat Paulus ausgesucht? Silas. Das ist ja bekannt. Und was ist passiert? Die haben beide super gearbeitet. Also manchmal macht es auch Sinn, wenn du dich nicht verstehst oder wenn du in einigen Punkten uneins bist. Die waren ja nicht uneins in der Lehre oder in irgendeiner Überzeugungsfrage, sondern weil der eine gesagt hat, pass auf, mit dem kann ich nichts anfangen und der andere hat gesagt, mit dem kann ich wohl was anfangen. Ja, und dann hat jeder eben einen genommen und dann sind die losgegangen. Er zog aber durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Also die sind losgegangen, haben die Gemeinden gestärkt und was Silan ganz am Anfang macht, meinte, diese beiden Männer haben die ganze Gemeinde aufgebaut. Ja, also dieses Ganze, was passiert ist zur damaligen Zeit, das ist bei denen passiert. Sebastian und dann Uschi. Man kann das so sagen, Barnabas hat in Markus etwas gesehen, was Paulus vielleicht durch seine Wut oder seine Enttäuschung nicht mehr sehen konnte. Das kann sein, ja, ne? Das ist möglich. Dass Paulus das einfach nicht mehr sehen konnte, weil er eben von dieser Enttäuschung, dass er vorher weggegangen ist, dann zu beeinflusst war. Und Barnabas hat an sein Herz geschaut und gesehen, dieser Junge, der hat was, das kann ich brauchen. Genau. Uschi? Ja, was ich sehr wichtig finde, auch für uns, Barnabas und Markus waren nicht beleidigt über die Reaktion von Paulus. Sie haben gesagt, ja gut, wenn er uns nicht will, dann machen wir eben gar nichts. Markus hätte ja nach Hause gehen können, da hat er ja wohl ein schönes Leben. Sondern die haben beide
beide Gruppen jetzt, sage ich mal, auf ihre Weise weitergemacht. Und das halte ich für uns sehr wichtig, weil wir doch immer dazu tendieren, direkt beleidigt zu sein und dann zu sagen, ja gut, wenn das so ist, wenn er mich nicht will, dann mache ich eben nichts. Ne? Also wenn einer mal in der Gemeinde nicht mitarbeiten will, ja, und das ist die Herleitung. Und Uschi, du kümmerst dich ja ab jetzt um die Diakonie und du wirst auch merken, es ist nicht so einfach, Leute zu finden, die mitmachen wollen. Manche machen das gut und gerne, ja, und schon ihr Leben lang. Aber manche, dann fragst du die, nee, so, und genauso wie die beiden reagiert haben, und wir merken ja, dass sich da was verändern kann. Jetzt schlagt auf Kolosser 4 und dort Vers 10. Da sehen wir, wie es so einen Switch gab. Also wir haben ja gesagt, Barnabas erfolgreich, Paulus erfolgreich. Und jetzt Kolosser hat geschrieben, ja, Paulus. Und er schreibt jetzt in 4, Vers 10, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener. Finde ich wieder witzig, ja. Paulus schreibt aus Gefangenschaft, er ist grüßt. Also der war ja ständig gesteinigt und gefangen und da gefangen und trotzdem hat der immer weitergemacht. Also wie viele von uns würden sagen, pass auf, wenn die mich einmal, dann haben sie es nicht besser verdient und ja, ich mache nicht mehr. Bitte? 4, Vers 10. Also es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, hatte sie dann eben gesagt. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also er sagt, Paulus sagt, ihr Leute, wenn Markus zu euch kommt, hört auf ihn und nehmt ihn auf. Also auch bei Paulus ist da ein Switch und wir sehen, wie Paulus hat auch ihn auf einmal angenommen. Ja? Und das ist immer schön, wenn wir in der Lage sind, auch wenn wir gewisse Entscheidungen gemacht haben, dass wir umdenken können und sagen können, okay, da verändert sich was. Und jetzt schlag mal auf, 2. Timotheus und dort Kapitel 4, Vers 11. Also wir sehen jetzt so die Geschichte und ich finde das, also Markus war schon ein unglaublicher junger Mann, man weiß nicht viel über ihn, aber diese Wendungen sind toll. Also 2. Timotheus und jetzt Kapitel 4 und dann Vers 11, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn zu mir, sagt Paulus, denn warum? Er ist mir nützlich zum Dienst. Er sagt nicht nur, der Eingemeinde nimmt ihn auf, sondern sagt, er bringt den mit, der ist mir so viel wert. Und ich glaube, dass Markus, als er das gehört, ich meine, das ist ja toll, wenn dir jemand wie Paulus sagt, er bringt den mit, der ist mir viel wert. Es gab ja kein besseres Kompliment zur damaligen Zeit. Also das war wirklich, wirklich gut. Lukas ist allein bei mir, Markus nimmt zu dir und bringe ihn zu mir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ich lese mal bei Sonntag einen Kommentar aus der Sabbatschule, und zwar den ganz untersten Kommentar, den wir dort haben. Es wird kein Grund für diese Abreise genannt und das Fehlen jeglicher Beschreibung seiner Gefühle oder Emotionen überlässt es der Vorstellungskraft, was die Motivation für seinen Rückzug von den Missionsbemühungen war. Also man weiß es nicht genau. Wir machen hier Mutmaßungen. Diese Mutmaßungen haben viele, aber genau weiß man es nicht. Die zweifellos mit Gefahren und Herausforderungen verbunden waren. Und wenn ich sehe, dass Paulus ständig gesteinigt war und im Gefängnis war, dann weiß man ja, wie gefährlich das ist. Und jetzt mal ehrlich, wer von euch würde sowas mitmachen? Also würdest du, es ist einfach, in Köln missionieren zu gehen. Es ist auch einfach, in Serbien missionieren zu gehen. Aber dann gibt es Länder, da ist es nicht ganz so einfach. Und sagst du, ich nehme das auf mich oder nicht? So, jetzt, was steht hier weiter? Ellen White deutet darauf hin, dass Markus sich von Angst und Entmutigung überwältigen ließ und seine Absicht, sich von ganzem Herzen dem Auftrag des Herrn zu widmen, eine Zeit lang ins Wanken gerät. Also jeder von uns weiß, dass wir Hochs haben und dass du schon mal Tiefs hast. Manchmal bist du voller Eifer und manchmal bist du das nicht. Er war schwierig, und jetzt kommt die Erklärung, weswegen man glaubt, dass der Punkt das ist. Er war Schwierigkeiten nicht gewohnt und verzagte angesichts der Gefahren und Entbehrungen auf dem Weg. Kurz gesagt, es wurde ihm einfach zu schwierig und so wollte er aussteigen. Vladi. Wir Philemon lesen und am 24. Vers steht Markus Asarchus
Demas, Lukas, meine Gehilfen. Meine Gehilfen, genau was, das. Was war jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast? Die waren Gehilfe, von einmal war Markus gut. Ja, der war auf einmal gut. Und dieser Markus, der am Anfang Schiss hatte und dann hatte der auf einmal, ist er weg und dann hat er sich verändert. Dieser Markus schreibt das Evangelium. Ja. Dieser Markus schreibt eins von 66 Büchern, mehr gibt es nicht. Und nicht nur eins von, er schreibt eins der vier Evangelien. Also eins der vier zentralen Bücher in der ganzen Heiligen Schrift. Und jetzt schlag mal auf 1. Petrus, das finde ich super. 1. Petrus, und wenn man das so jetzt gleich hat, dann kriegt man Gänsehaut. 1. Petrus 5, 13, genau, Svetlana, lies mal 13. Es grüßen euch aus Babylon, die samt euch auserwählt sind, und mein Sohn Markus. Also, bei wem war Markus? Bei Petrus. Also, was kann es Größeres geben für, also, jetzt Silan, du studierst, jetzt überleg dir mal, du bist nicht nur Hilfe von Paulus, sondern auch von Barnabas und von Petrus. Also, der hat von den drei Größten gelernt, die es gab. Also, das ist Wahnsinn, wenn wir uns das überlegen. Und alle sagen, er ist mir nützlich zum Dienst, den habe ich auserwählt, schick ihn zu mir, ich brauche ihn. Also, das ist toll. Und jetzt mal die Frage, die ich mir hier gestellt habe, wenn wir jetzt wieder ein paar zurückgehen, wer hatte denn recht in der Diskussion, Barnabas oder Paulus? Sanja sagt beide, Sebastian sagt Barnabas. Wer hat recht? Nochmal laut, genau. Ich würde sagen, am Ende gibt ihnen das Ergebnis recht und da sie sich aufgeteilt haben, konnten sie im Prinzip doppelt so viele Leute erreichen, als wenn sie zusammen gewesen, geblieben wären. Genau, genau, die haben doppelt so viele Leute erreicht. Also das, was Sanja sagte, beide hatten sie auf eine Art und Weise recht. Und wir merken, dass es unterschiedliche Charaktere gibt und jeder von uns hat unterschiedliche Gaben und Wirkungsmöglichkeiten und jeder von uns geht Dinge anders an. Aber beide, Paulus und Barnabas und Petrus auch, alle drei hatten den gleichen Fokus, aber die unterschiedliche Herangehensweise. Und wir sehen dann die Veränderung und wir sehen, wie Markus sich verändert hat, wie dieser Markus dann das Evangelium geschrieben hat. Das ist Wahnsinn. Ja? Also was gibt es Schöneres? Also als ich das war mir so noch gar nicht bewusst, dass dieser junge Mann mit allen diesen drei Leuten zusammen war, dass der von ihnen gelernt hat und dass er dann das Evangelium geschrieben hat. Und jetzt gehen wir mal zu Markus 1, wie er das Evangelium startet. Und auch das ist einzigartig. Also wir machen heute nur so einen groben Umriss, damit wir die Geschichte von Markus erkennen, damit wir die Geschichte erkennen, wie das Markus-Evangelium gestartet ist. Und dann gehen wir in den nächsten Wochen, in den nächsten 12 in die Details. Also Markus startet mit diesem Evangelium und wie stellt Markus Jesus dar? Silan? Also als jemand, der göttlich ist und höher ist als alles, was die zur damaligen Zeit hatten. Weil wenn er sagt, Sohn Gottes, ja, also er hat viele Illustrationen aus dem Alten Testament aufgegriffen und an vielen Stellen kommt das immer wieder durch. Und eigentlich geht es darum, dass damals die Menschen, die hatten den Tempel, die hatten die ganzen Rituale, aber er macht ganz klar, dass jemand, der höher ist als dieser Tempel und dass der Glauben an Jesus eigentlich diesen ganzen Tempel ersetzt. Also dieser Autor, der schreibt auch dieses Markus, diesen Bibelkommentar dazu und der hat das durch diese ganzen Geschichten immer wieder herausgearbeitet. Also dieser Epilog, dieser Vorspann ist einzigartig und zeigt eigentlich auf Jesus als jemand ganz Besonderen. Das finde ich gut, wie du das gesagt hast. Und wenn wir uns das überlegen, also wir sehen ja, dass Markus in seinem Leben erfahren hat, wie das Wort Gottes ihn verändert.
Und das ist ja auch ein Versprechen, was Paulus gesagt hat. Man sieht den Einfluss einfach von Paulus auch in seinem Leben. Also Barnabas, Paulus, Petrus, die waren ja auch unterschiedliche Charaktere. Mir ist ja Petrus ein total sympathischer. Also Petrus hat ja gehandelt, bevor er nachgedacht hat. Also da kommt einer und will Jesus gefangen nehmen. Was macht Petrus? Zack, das Schwert und Ohr, und dann hätte ich vielleicht mal nicht machen sollen. Also der hat einfach, der hat gemacht, der hat sich nicht entmutigt, aber der hat Jesus geliebt über alles. Ja. Und als er erkannt hat, Jesus, Petrus hat ja dann Jesus verraten, und Jesus hat das ja vorausgesagt, dass er ihn verraten wird. Und dann macht Petrus das, und Ellen White beschreibt das, wie die Blicke von Petrus und von Jesus sich gekreuzt haben, als er Jesus verraten hat. Und dann ging das bei Petrus so wirklich durch Mark und Bein, und der ist damit überhaupt nicht klargekommen. Ja. Und dann hat er sich so geschämt und er hat so Jesus um Verzeihung gebeten, und da hat er auch eine Veränderung erfahren. Also dann ist es dieser Petrus, der gedacht hat, ich kann alles alleine, ja, ich brauche keine Hilfe, wir regeln das schon, hat gemerkt, ohne Jesus kann ich gar nichts. Und diese Veränderung hat auch Markus erfahren. Wenn du aus einem Haus kommst, wo es immer gut ist, wo du keine Probleme hast, denkst du, dass du Sachen alleine regeln kannst. Und wie viele von uns, also ich, ja, das ist bei mir, ich denke, ich kann Sachen alleine regeln. Ja, wir regeln das schon, das kriegen wir schon hin. Und wir sehen bei diesen Leuten, dass wir Jesus brauchen in allem, was wir tun. Das ist der absolute Fokus. Und im Römerbrief steht in Kapitel 1, zwei der schönsten Texte und wichtigsten Texte, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also dieser Text sagt aus, wenn du dich an das Evangelium hältst, was passiert dann? Dann gibt es eine Veränderung. Dann gibt es in deinem Leben einen Switch, ja? Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also aus dem Glauben gibt es Veränderung, und das ist für uns Leben. Und das hat Petrus erfahren. Das hat Paulus erfahren. Ich meine, also was die für Erfahrungen im Leben gemacht haben, also wir haben ja alle Erfahrungen, ja, aber das sind mal Erfahrungen von den beiden. Und das hat auch Markus erfahren. Und mit diesem Wissen und mit dieser Erfahrung, mit dieser Veränderung, und das hast du eben gesagt, Silan, schreibt er Kapitel 1, Vers 1, und dann ist sein Jesus im Zentrum dieses Buches. Vladi? Die waren treu bis zum Ende ihres Lebens. Und Markus sagt, dies ist das Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also damit beginnt er, und damit kann er eigentlich auch beenden, dass er sagt, alles was jetzt kommt, da geht es um Jesus, da geht es um den Sohn Gottes. Und in Vers 11, also er stellt Jesus als Gott dar, und er hebt die Göttlichkeit von Jesus im Markus-Evangelium hervor, aber nicht nur die Göttlichkeit, sondern parallel auch die Menschlichkeit. Also er sagt, Jesus als Gott, als Sohn Gottes, und Jesus als Mensch. Und nur so funktioniert ja auch die Erlösung. Also dieses Wissen und dieser Glaube daran, da wissen wir ja, dass das Evangelium ist und die Erlösung. Und in Vers 11 steht, und da geschah eine Stimme vom Himmel, und was hat die Stimme gesagt? Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also da wird nochmal hervorgehoben, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Einmal als Zitat im 1. und einmal im 11., wo wirklich Gott Vater sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das ist super. Ja? Also, darin siehst du, wie Markus beginnt, was Markus im Leben durchgemacht hat. Und das wünsche ich mir so ein bisschen für uns, dass wir im Leben Jesus so erfahren, auch wenn es uns mal schlecht geht. Also wir haben alle Sachen, dass wir mal weglaufen oder keine Lust haben oder dass wir Tiefs haben, dass wir Anfechtungen haben in gesundheitlicher Form, in finanzieller Form, in Ehe, im Beruf, wo auch immer. Ja, gibt es immer schon mal Zeiten, in denen du Probleme haben kannst. Aber dass wir eben erfahren, dass Gott
treu an deiner Seite steht, egal wie es dir geht. Ja? Und dann kannst du nämlich genauso kommen und sagen, ey, das ist mein Jesus, das ist der Sohn Gottes. Ja? Und dieser Jesus ist Mensch geworden und sein Vater hat gesagt, das ist mein lieber Sohn und der ist Mensch geworden. Und dann fängt er an mit dem ersten Satz von Jesus in Vers 13. Was steht da? Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und dann kommt der Aufruf von Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also er ruft dazu auf, was Petrus und Paulus und wahrscheinlich Barnabas genauso erfahren haben. Dass er sagt, ey, jetzt kehr um und ändere dich und dann trifft genau das zu, was hier auch Markus erlebt hat. Das finde ich super. Ja, das ist so ein schönes Beispiel. Und jetzt lesen wir Vers 12. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste. Also nachdem Jesus das erlebt hat, Jesus wird getauft und die Zeit ist erfüllt und er geht in die Wüste. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde versucht von Satan und war da bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also das kennen wir, da geht er nur kurz drauf ein. Ja? Also in anderen Evangelien ist das viel größer ausgeschmückt. Markus geht hier nur ganz kurz darauf ein. Und dann kommt der Haupttext, den wir eben als Merkvers hatten. Wir können jetzt ab Vers 14 lesen. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa. Also auch das wird wieder nur kurz erwähnt. Johannes, der Vorläufer von Jesus hat, wird gefangen genommen, kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind wirklich schöne Worte. Und in dem Punkt finde ich auch noch interessant, wann war das erste Mal, als das Wirken Jesu offenkundig wurde? Mit wie vielen Jahren? Wie alt war Jesus, als das erste Mal berichtet wird von ihm, dass er irgendwas macht? 12. Wo war er? Im Tempel. Seine Eltern haben ihn gesucht, dann haben sie ihn gefunden nach 3 Tagen. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, aber okay. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, wo ich bin im Haus meines Vaters. Und wie viel Zeit vergeht dann, wo wir nichts hören? Das ist mir auch jetzt hier das so bewusst geworden, Dietmar. Er hat vorher keine Wunder bewirkt. Und da hat er ja dann später angefangen, Wunder zu bewirken, nachdem er in der Wüste gewesen ist und letztendlich da die Prüfungen durchstanden hat. Genau, super. Also mit 12 Jahren ist er im Tempel. Wir würden sagen, was für ein reifer junger Mann, der ist ja viel weiter als alle anderen mit 12. Ist er bereit? Ja, hätten wir gesagt. So, und dann ist er 18 Jahre bei seiner Familie und 18 Jahre wird er im Kreis der Familie gefestigt. Und obwohl das nicht direkt gesagt wird, ist das nochmal ein Beweis dafür, wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie ist und wie viel Jesus in diesem Familienbund gelernt hat. Das ist das Allerwichtigste. Die Vorbereitung, die wir haben, bekommen wir in der Familie. Die bekommst du in einer Zeit von jetzt, Jesus steht von 12 bis 30, nicht mit 18 bist du weg, ja, sondern bis zum 30. Lebensjahr. Und das ist unvorstellbar. Wir sehen aber auch, wie er von 0 bis 12 aufgewachsen ist. Da hat er ein Fundament bekommen, dass er mit den Gelehrten im Tempel reden und diskutieren konnte. Also die Familie ist das Allerstärkste und das Allerwichtigste. Nicht die Schule, nicht jemand anders, sondern du als Elternteil bist das Allerwichtigste für dein Kind. Ja, da lernt das Kind Vertrauen und Festigkeit in dem, was das ganze Leben nach folgt. Sebastian? Genau, und das Passende ist, da ich gerade das Buch Sieg der Liebe lese, war ich auch gerade in diesem Kapitel genau da und habe gerade das gelesen, wo dann geschrieben wurde, dass er bei seinen Eltern geblieben ist, seinen Eltern geholfen hat, Arbeiten gemacht hat und dann erst später losgezogen ist und da wirklich dann auch sich geprägt hat, aufgewachsen ist, da seine Charakterbildung und alles stattgefunden hat, so wie es sich dann entwickelt hat. Super, super. Genau das ist wirklich schön und das beschreibt sie. Also sie ja, Deborah. War auch bei Mose, der hat auch 12 Jahre bei seinen Eltern
Super. Lass uns mit Mose beenden und dann müssen wir die Sabbatschule beenden. Was sagt die Bibel? Dietmar, noch kurz, Dietmar. Was ich bei der Taufe noch interessant fand, war letztendlich, sag ich mal, dass der Heilige Geist in Form der Taube da war. Dann hat der Himmel sich aufgerissen. Der vorige Tempel war ja auch aufgerissen. Und dann hat Gott gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Da war Jesus da, da war Gott da und da war der Heilige Geist da. Die alle drei waren zusammen, als Jesus praktisch getauft worden ist, womit er dann seine Mission hier auf Erden erfüllen konnte. Super, super. Also das ist schön. Ich wünsche mir für uns, dass uns das Markus-Evangelium in diesem Quartal wirklich begleitet und dass wir merken, wie Jesus unser Leben verändern kann. Ich wünsche mir aber auch, dass wir erkennen, wie wichtig diese Einheit in der Gemeinde ist und die Einheit in der Familie. Und Ellen White schreibt, die wichtigste Aufgabe ist die Aufgabe einer Mutter. Ja? Und da nimmt sie die Mutter von Mose als Beispiel. Die Jochebed hat die wichtigste Aufgabe gehabt und in diesen 12 Jahren ist Mose gefestigt worden. Und dann hat er eine weltliche Erziehung bekommen und nachdem er dann sein Volk aus Ägypten geführt hat, musste er 40 Jahre nochmal in die Wüste, um da nochmal in der Schule Gottes ganz konkret zu sein. Also lasst uns das alles mitnehmen, das ist ein schönes Buch, das ist ein schönes Evangelium und was mir das gezeigt hat, ist, dass egal wo ich im Leben momentan stehe, dass ich mit dem Evangelium Veränderungen in meinem Leben erfahren kann. Und das wünsche ich mir für uns alle. Amen. Ja.